Das ist ein Game-Trailer? Ist das Captain Price? Captain? Oh, Modern Warfare Story! Oh mein Gott, let's go! 20 Jahre Bürgerkrieg. Boah, das sieht voll cool aus. Also, das sieht richtig, richtig gut aus. Richtig, richtig gut. Allein wegen dieser einen Szene hier, also wie es aussieht, habe ich unnormal Bock, dieses Spiel zu spielen. 20 Jahre Bürgerkrieg. Wie real und wie cool das aussieht. Holy Jesus. Bürger spielen ja keine Rolle. Hier geht's um mehr. Terroristen haben chemische Waffen erobert. Sie könnten überall sein. Wir müssen schnell agieren. Ihre Empfehlung? Eine Geschäftsreise. Verrat! Reden wir! Wir brauchen Hilfe. Wegen diesem Gift gibt es seit Jahren nichts als Krieg für mein Volk. Dann helft uns suchen. Wenn du bleibst, helfen wir dir. Aber bleibst du, kämpfst du auch. Ja, Leonardo. Jetzt würde ich mir nur noch sehen, wie das von vorne aussieht. Ich freue mich schon richtig auf die Kampagne. Ich auch. Ich hab das so oft gesagt. Ich warte immer noch auf ein Game, was eine richtig geile Story hat, was ich endlich mal durchspielen kann. Also die letzte Story, die ich gespielt habe, was aber nicht die aktuellste war, ist Uncharted 2, glaube ich. Weil ich als erstes 3 gespielt habe. Und dann habe ich 2 gespielt. Und davor war das GTA. Und davor war es eigentlich meistens immer Call of Duty, also was Story angeht, weil was anderes hatte keine Story. Oder Super World Mario? Ich weiß nicht. Mario World? Ich weiß nicht. Auf der SNES, also Super Nintendo. Das würde ich nochmal gerne wissen. Die Invasoren meines Landes haben keine Achtung vor dem Leben. Oh, ich freue mich richtig. Ich schwöre, ich werde mir diese Story direkt holen wahrscheinlich. Ich habe so Bock auf die Story. Und Activision enttäuscht eigentlich nie, vor allem Modern Warfare. Wir leben so jeden Tag. Noch mehr Komplikationen und es gibt Krieg. Sie brechen jetzt durch. Wir brauchen einen neuen Extraktionspunkt. Komm zu uns, Tochter. Rette dich. Ich führe Soldaten und du nur Mörder. Wir sind doch alle Mörder, oder? Wie steht's, Captain? Willst du sie sterben? Chemische Waffen sind bereits im Umlauf. Fixen Sie's. Wo ziehen wir dann die Grenze, Sir? Du ziehst die Grenze. Keine Zeit! Nicht bewegen! Stopp! Wo immer du sie ziehen musst. Was zur Hölle soll das? Ein Schlussstrich. Wir sind alle nur Spielfiguren. Sie sprechen für sich. Das ist ihre. Wir sind alle etwas erhoben. Die Einsatzregeln haben sich geändert. Ist das Ziel nicht zu identifizieren? Bist du das Ziel? Damn! Boy! 25. Oktober. Ah, das kommt ja bald raus dann. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober. Ist ja der 10. Monat, das heißt, ja fast noch einen Monat. Let's go! Ey, ich muss einfach aufhören, let's go zu sagen.